Herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Jetzt sind wir im obersten Regal von Porsche angekommen, wirklich. Also so ein Auto habe ich, glaube ich, noch nicht hier gehabt von Porsche. Hier steht ein 911 S von Baujahr 1967, Januar 67 zugelassen. Steht hier im Design, wie er im Porsche-Museum steht. Das ist ein Short Wheelbase und der ist von Early 911 S restauriert worden. Da gibt es Rechnungen drüber. Es ist wahnsinnig viel Geld in das Auto gesteckt worden. Und weil ich hier so ein Auto habe, habe ich mir natürlich meinen Freund Axel von Riddersdorf hierher geholt, weil auch in Norden gibt es eine Firma, die sowas kann. Axel, moin, ich habe hier auch schon Autos gesehen, ja. die halten immer noch Abstand. Ja, das Corona steht gerade wieder zu. Schön verantwortlich. Ich habe bei dir auch schon Autos gesehen, die so aussahen wie das, aber hier steht, Axel, du hast ihn dir schon angeguckt, hier steht oberstes Regal, oder? Das ist ganz weit oben, ja, und perfekt restauriert, wie gesagt. Ist ja auch eine Institution, also Early 911S, keine Frage, das ist der Laden. Ja. Wir gucken uns gleich den Motor an, der sieht aus wie und er ist Magic Number, also er ist alles geprüft. Der Motor ist bei Ruben gemacht worden, also Motor bei, wo ist der gemacht worden? Manfred Ruben. Manfred Ruben ist das Motor. Das ist genau so eine Institution. Okay. Also, aber der Hammer ist, er kommt aus Österreich, der Wagen, der ist in Österreich zugelassen worden. Der Hammer ist das hier. Hier ist nämlich das Original, Thomas, guck dir das mal an, das ist das Originalheft, also das Auslieferungsheft hier. Guck mal, da ist so ein Foto von dem Auto drin. Also irre. Hier, das ist, und ich habe hier noch eine Bestätigung von Porsche. Also das ist die Bestellbestätigung hier. Ja, so, also so, dann steht extra, steht hier irgendwie, ne, solche, aber das... Also Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen, dass es sowas noch gibt, dazu ist ja Wahnsinn. Dann in dem sehr, Zustand, also es gibt drei Autos im Moment im Netz, die annähernd so sind wie der. Ich glaube, der eine kostet 300.000, der andere 259. Und was meiner kostet, sehen Sie ja im Netz. Ja, genau. So. Und ich würde sagen, lass mal rumgehen, bevor wir zu viel quatschen hier. Und Axel kann ja auch nochmal, wenn du so ein Auto machst, ich habe bei dir ja wirklich auch schon was gesehen, was auch so aussah. Da ist jede Schraube. Das Ding ist komplett unfassbar auseinander. Unfassbar viel Zeit rein, dementsprechend natürlich auch unfassbar viel Geld. Das ist einfach so. Und das ist ja vor allen Dingen Steve McQueen Design. Ja, ja, genau. So, Schiefergrau. Volle Kanne, Schiefergrau mit den roten Sitzen. Das ist genau so, steht er im, so steht er im Porsche Museum. Und super. Ich wollte mal den Motorraum aufmachen, dass wir da mal reingucken können. Komm, wir gehen mal rum. Und ich weiß gar nicht genau, ob wir den wirklich von unten filmen, Axel. Weil ich habe Bilder gemacht von unten. Das ist der Hammer. Also ich glaube, wir brauchen den gar nicht von unten filmen. Das ist der Wahnsinn, ja, was hier zu sehen ist und was hier geboten wird. Ich bin echt beeindruckt. Und 160 PS, das Ding läuft wie das Wahnsinn. Das war die höchste Motorisierung, glaube ich. War das, ne? Ja, 911S. Also, das ist echt cool. Ja, ist natürlich neu lackiert, es ist nichts dran, das ist alles schön. Die Innenausstattung, wir können mal, wollen wir reingucken schon? Ja, komm, wir gucken schon mal rein. Ja, man sieht halt, das ist alles wirklich gemacht. Alle Schrauben, entweder neu oder neu verzinkt. Ne? Ja, guck mal hier, diese Schienen, halt mal auf die Schienen rauf. Ja, hier das unten ist sieht ja alles, man das, das guck mal. Ist alles... frisch gemacht, also, und hier drin schön alles restauriert worden und trotzdem natürlich teilweise alles neu, aber eben teilweise auch die alte Patina erhalten. Also wenn man hinten die Modellbezeichnung oder das Gitter hinten im Heckdeckel sieht, das ist aufgearbeitet, aber alt. Und genauso wie die Scheibenrahmen, die sind einfach nur gut aufgearbeitet worden. Wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man einfach, dass die alt sind. Aber eben sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ja. Also 67 halt, ne? So. Was fällt dir ein, Sebastian, zu dem Auto? Du bist doch so ein Auto. Historiker. Das ist der erste S-Bauer 67, kurzer Radstand. Ein seltener unbegehrter als der spätere S. Nee, geht nicht. Nee, ja, das sieht auch so, ja. Das sehe ich auch so. Mach's vorne nochmal. Ich mach nochmal vorne auf, genau. Achso, hier ist von meinem Aufladegerät hier. Ja, guck mal, hier ist es alles. Wir können jetzt hier nochmal den Fuchs rausnehmen, damit wir nochmal untergucken können. Guck mal, auch das hier. Danke, Sebastian. Ja, also ganz ehrlich,
Das ist ja für mich höchste Klasse hier. Ja, das ist einfach Neuwagen. Ja, das ist also Neuwagenzustand. Genau. Das ist Zustand 1, weil er ist, man sagt der Zustand 1, bei so allem ist er besser als bei der Auslieferung. Würde ich fast behaupten, es ist irre. Ich finde die Diskussion immer über Zustand und so, aber also mehr geht nicht. Mehr geht. Das ist einfach, also ich wüsste nicht, wo man sich und mehr Mühe geben kann. Wir machen jetzt Folgendes, ich möchte ihn fast gar nicht fahren, weil es regnet draußen so ein bisschen. Ich kann das nicht machen. Also es regnet draußen ein bisschen, ich fahre ihn jetzt nicht, aber ich verspreche allen Interessenten, dass das Ding läuft wie eine Eins, das ist der Wahnsinn. Ja. Also, kommen Sie vorbei, ich bin hier, du bist auch schon gefahren, ich bin auch schon gefahren und was soll ich sagen? Kommen Sie vorbei, hier steht das Wahnsinnsauto, ich weiß nicht, wie lange der zur Verfügung steht, aber rufen Sie mich einfach an. Meistens nicht lange, ja. Ich habe ja so ein paar Kunden, denen schicke ich dann sowas schon mal gerne und wenn Sie ein Auto haben wollen, was bestimmt ist, schicken Sie mir ruhig eine E-Mail. Wir haben einen sehr gepflegten Suchordner, den pflegt Sebastian ganz ordentlich. Und wenn mal was reinkommt, muss nicht so was Altes sein, kann auch 997 sein oder ich habe immer mal Zugriff auf alle möglichen Autos. Rufen Sie mich an oder schicken mir eine E-Mail und dann können wir das aufnehmen. Und wenn Sie Interesse an dem haben, zögern Sie nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Axel von Blittersdorf. Ingo. Ich glaube, wir lassen es bei dem jetzt mal so. Und schade mit dem Fahren, das ist ein bisschen ärgerlich. Schön, in diesem Grüße aus Hamburg, genau. Und bleiben Sie gesund. Tschüss.